Und somit, liebe Freunde hier. Willkommen zurück, natürlich, wozu, Bruder? Daisy 19 mit Daimel mit Luzi, moin. Natürlich moin. Jeden Sonntag 19 Uhr kostenlos auf YouTube. Haben wir gerade eingeloggt mit unserem triumphalen Equipment vom letzten Mal. Ja, ich hoffe, das bleibt es auch, denn hier wird schon wieder mal scharf geschossen. Und zwar auf wen, Bruder? Auf Artgenossen wahrscheinlich. Auf Artgenossen. Ah. Aber natürlich muss man hier sagen, dass es wirklich übelstes Waffengeballer gerade war. Ach, das ist doch wieder erbärmlich. Die schießen die ganze Zeit, wir starten die Aufnahme. Stille. Ich weiß, wo der Lachs gegrillt wird, Bruder. Wo denn? Hast du irgendwas gesehen? Ja, da oben ist mal wieder irgendeine Camperbase, Alter. Eine Base oder was? Ja, im Campergebiet hier, im Spawngebiet. Oh, ja, das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein, ja. Okay, was wir natürlich machen können, ist ein bisschen auf Distanz gehen. Du hast noch die Tundra, ne? Ich habe hier die DMR. Also wir haben durchaus eine Chance, da was wegzuholen. Nur, wir sind hier natürlich auch sehr, sehr, sehr exposed. Das muss man mal. Das Problem ist, wenn wir die killen, das juckt die nicht. Die können einfach wieder hinrennen. Wenn wir sterben, ist halt alles weg, ne? Ach, dann ist alles weg. Ah, ja, so, kommt man hier diese Treppe hoch eigentlich? Macht das Sinn? Geht das überhaupt? Bro, keine Ahnung, Mann. Probier's doch aus, Alter. So. Was? Hochhaus-Sniper. Ja, doch. Liebe Freunde, wir sind in der missligen Lage. Ah! Wer? Wo? Keine Ahnung. Der hat gerade einen erschossen, oder nicht? Ja, aber wo? Ja, das kommt irgendwo aus der Base, Mann. Scheiße, Mann. Du bist doch in der Halle, mit den blauen Türen? Nee, ich bin am Zaun hier. Ja, das ist da halt in der Nähe. So. Ja. Kommt safe aus der Base, Mann. Ja. Ach, da, guck mal, da rechts oben ist ja auch noch Base. Ja, ja, natürlich. Auf dem anderen Gebäude. Ja, das kommt von da oben, das hört man. Also, Scheiße. Ne? Weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich. Okay. Ja, hier links auf das hohe Gebäude kommst du safe nicht, weil die dich da von der Leiter holen. Das haben die schon ganz clever platziert. Ja, das ist richtig schmutziges Gameplay. Gut, Freunde, wir überlegen uns, wie wir da irgendwie hochaimen können oder so. Die Base hops nehmen wird eh schwierig, aber dann den einen oder anderen wegholen, das muss möglich sein, oder? Ja. Ey, da läuft Full Equip an der Wand, ne? Da nach links gelaufen. Ja, wo der Zombie steht. Ja, ich hab ihn gerade gesehen. Guck. Da keine Hose an, ne? Nackte Beine, nee, alles hier. Warte mal, rechts neben der Halle habe ich gerade einen verschwinden sehen. Ja. Jetzt sehe ich den nicht mehr. Der ist ins Gebäude rein. Alter, wie viele sind denn das? Ich weiß es nicht. Ja, musst du gleich links irgendwo rauskommen, ne? Wollen wir dann schießen? Dann rennen wir wieder zurück. Es sind mehrere, ne? Wollen wir schießen? Oh. Ja, schwierig. Alter, wie viele? Wollen wir nicht schießen? Boah, was ist. Ja, weiß ich nicht. Warum weiß ich nicht? Ja, das ist vielleicht dead, wenn du das weißt. Oh, okay, wir schießen. Ja, da kommt noch einer! Oh, hast du es gesehen? Nice! Können wir den noch finishen oder ist der dead? Nein, das ist noch nicht dead. Kill ihn bitte. Ich treffe diese liegenden Leichen noch nicht. Okay, jetzt ist er dead. Pass auf, das sind noch zwei, ne? Dann von ihm? Ja, das Bambi mit der AKM, das ist da in dem Schuppen gewesen vorhin. Aber das ist bestimmt raus jetzt. Bisschen Schiss, dass sie uns hier schon gespottet haben. Haben sie safe schon. Kennst du doch die Leute hier. Ah, machst ein Geräusch, ein Eichhörnchen furzt irgendwo in der Gegend rum, die wissen direkt, wo du bist. Ja, ne? Ist der hinter der Mauer oder was? Nee, ne? Ja, weiß nicht. Oh, die klettern bestimmt irgendwo hoch und dann wollen die uns killen. Alter, ich mach mal dich über die Türen zu, ne? Nicht, dass sie hier reinpushen. Oh shit, ich hab's gesehen. Ich seh auch, wo du quasi liegst. Von wo kam das? Keine Ahnung. Achso, ich bin auch dead. Keine Ahnung von wo. Nice, perfekt. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt gleich auch wieder da, Bruder. Oh wait, außen ist einer an der großen roten Tür. Große rote Tür, der hat mich noch nicht gesehen. Da sind. Einer. Oder bist du gerade raus? Nein, ich bin drin, ich bin im Bad. Okay, der ist jetzt gerade, der läuft gerade um die Halle rum. Ich brauche irgendeine Waffe. Oh nein. Sag jetzt bitte nicht, dass Gas kommt.
du nicht hier, ey? Okay, ich hab zumindest wieder ein bisschen... Ja, ich bin drin. Wo bist du? In den... Im Bad, im Raum, im zweiten. Bist du das? Ah, ja! Sonst wirst du dead, Junge. Geh weg da, das ist ein Schlitz. Oh. Was für ein Schlitz? Da gibt's einen Spalt, wo er reinschneiden kann hier. Was machst du? Ich bring mich in Sicherheit, um mich eben zu sortieren, Bruder. Hier, die Stars, Hotbar, weißt du, wie das halt ist hier in der Daily Standalone. Aber nice, haben wir auf jeden Fall wieder Waffen, das ist das Wichtigste. Denn es handelt sich um Survival Game. Ich habe die Tür zugemacht hinter mir, natürlich. Bin gut erzogen, im Gegensatz. Also. Die waren draus, also an der Haupthalle oder an der kleinen. Oh, mach doch nicht zu, Digga! Oh, Bruder, bitte. Wie kann man so schlecht sein im Game? Hey, hier ist doch safe, was willst du denn? Ja, musst doch gucken, wenn die pushen, sonst haben wir wieder Nachteile. Ach so. Ja, merkst du ja, wenn die Tür aufgeht. Ach so. Hä, hey, so Provokation, das ist, Digga, das ist eine 10 Jahre alte Taktik in der Daily Standalone, die super funktioniert. Ja, die hilft gegen mich die vielleicht, denken, aber nicht. Die denken, wir essen, pushen leichtsinnig rein und dann holst du die. Meinst du, wir können die Leiche noch looten? So, Softdrink hinterher. Naja, ich habe da gerade zwei Waffen grabben können. Aber den Rest nicht, ne? Oh, du musst. Bro, bitte nicht. Die Tür ist wieder offen. Echt jetzt? Ja. Einer ist auf dem Dach? Auf dem Dach! Leiter, ne? Hast du gehört? Nee, ich glaube, das war so ein Schleichen. Nee, Leiter. Oh Gott, ich glaube, die kommen jetzt, ne? Der denkt, ich bin alleine. Wenn ich sterbe, kannst du die dann holen. Ja. Spring doch nicht rum. Also. Kann man irgendwie auf die Toilette hier? Ach nee, dann sehen die einen da durch den Schlitz. Okay. Was wollen die von uns? Ich bin auf jeden Fall ready, Bruder. Ich glaube, die sind drin. Wahrscheinlich, ne? Muss ja. Soll ich nochmal was essen? Ich hab nichts mehr. Nein, ich glaube, die sind drin. Oder? Ich weiß es nicht. Oh, Bro, ich will nicht sterben. Oh, sie kommen. Oder? Ich habe auch keinen Bock auf den Tod, aber so ist es halt manchmal im Leben, ne? Hier gibt's keine Fenster im Bad, ne? Nee, nur maximal das links von dir da oben. Die Steps. Ja, die kommen, das sind zwei, ne? Ich habe erstmal nur einen gesehen draußen. Schluck Tee trinken hier. Ja, ich würde auch gern Kaffee trinken, aber ich glaube, sobald ich die Tasse in die Hand nehme, kommt er. Bist du zwang? Ja, mach mal, dann lass mich da. Nee, achso. Bro, was zappt der denn? Ja, entspann dich doch mal. Nein, ich bin angespannt. Ich will nicht wieder das Bambi rumlaufen. Ach so. Ajo. Oh, Bruder, bitte nicht. Wer ist die DMR? Nee, ach, das ist Horn. Sollen wir vielleicht mal reden? Na, was eine gute Idee ist, Mann. Willst du echt reden, oder was? Nee, eigentlich nicht. Sobald die wissen, dass wir hier drin sind, kommen wir in den Nade rein. Oder Giftgas oder irgendwie so eine Scheiße. Der muss direkt neben uns sein, ne? Du kannst meinen Helm wieder looten. Meine Trommelmax. Hast du noch eins dabei jetzt gerade? Nö. Ich kann ja eins mit 26 Schuss droppen. Nee, passt schon. Hey, One-Shot. Jetzt mal die Leichen zerschneiden, das nervt ein bisschen. Ja, stirbst du halt, ne? Ich sehe einen da oben. Das ist ein Zombie, ne? Alter, ich dachte schon, ich wäre tot. Ja, hab ich auch gedacht. Wo siehst du den? Ja, jetzt nicht mehr, er ist weg. Also. Die sind alle irgendwo so an diesem Geländer am rumgammeln. Können wir die Tür schließen? Wozu? Damit wir looten können. Du willst die große rote Tür schließen, oder was? Vielleicht. Ja, mach. Nee, Angst. Oh, es kommt einer.
Was? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Bro. Ich höre es auch. Die sind drin, da hinten, irgendwo. Ja. Wollen wir uns beide hier irgendwie verstecken in der Ecke? Einer ist drin in der Halle. War ein Halbbambi, glaube ich. Ich glaube, er lootet. Ist dead. Nice, sehr schön. Ich muss raus, ich mach die Tür zu hinten. Tür ist zu hinten. Bist ja. du im Bad noch? Nee, 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 ich bin eins weiter, ich bin eins weiter. Ich schließe mal hier die Türen. Machst du hinten alles zu, ja? Sehr gut Bruder. Ja, 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 ja. Ich bin es. Okay, pass auf die Fenster auf. Oh Gott, du lootest, ey. Du bist echt, also wirklich... Bro, 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 bro. Alter, instant dead, ne? Ja, wieder am Start. Tor ist direkt offen. Hab ich das... Ja, da rennt er, da rennt er. Das ist Bambi, oder? Nee, 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 der hatte eine Waffe in der Hand. Was, echt? Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen. Pass auf die Fenster auf, Mann. Ja, 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 ja. Du kannst ja echt nur zu mir an die Wand hier, sonst bist du tot. Ey, ja, vorhin müssen die irgendwie verschwinden, richtig. Aber ich glaube, wir überleben das nicht. Ja, also, Lektion gelernt, gelootet wird hier nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall unsere Waffen. Ich habe ein volles Trommelmerk noch gesaved hier. Und ja, eigentlich, wir müssen hier weg, ne? Wir können theoretisch hier noch über den Seitenausgang Richtung Küste verschwinden, ne? Wollen wir das machen oder wollen wir hier noch Stellung halten? Ich glaube, ja, aber wozu denn? Okay, dann können wir auch abhauen. Wir sind umstellt von Snipern, Freunde. Wir werden das sowieso nicht überleben. Ja, doch, ich bin hier auch reingekommen, Bruder. Ich glaube, das ist immer noch das Sicherste. Was wir machen können, wäre da unten ans Wasser springen, weißt du? Ich folge, Bruder, egal was passiert, ich folge überall hin in den Tod. Okay, go. Oh Gott! Ja, hier vielleicht. Oh Gott! Shit, 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 shit. Und hier runter, Mann. Ich sag's dir, hier sind wir safe. Oh. Oh. Freunde, eine harte Flucht hier aus Tschernorus. Tscherno-Sniper-Gebiet. Ja, hier aus dem Tscherno-Industriegebiet. Das ist echt ein bisschen heftig. Wir sind einfach Futter da unten, ne? Also. So krass. Keine Ahnung, was wir da noch machen sollen. Aber entweder wir gehen da nochmal hin mit ein bisschen Entfernung. Aber von da unten wirst du aus vier Richtungen beschossen. Ey, das hab ich so krass, hab ich noch nie erlebt hier. Nee, ne? Oh mein Gott, neben uns weg. Ja, ja, ja. Niemand weiß, dass wir hier sind. Es ist alles safe. Das Wasser plätschern hört man bis nach Berezino, Alter. Nein. Guck mal, nein, 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 der Schall wird da oben ja reflektiert. Siehst du die Kante? Die ist schräg. Ja, am Arsch. Bald bin ich krank auch noch. Jetzt, Alter, geh doch mal jetzt. In der Daisy Stand ist es so, wenn du das Wasser berührst, dann wirst du krank und stirbst. Ja, ja. Das Wasser zieht sich sofort die Kleidung hoch. Ich glaube, von hier werden sie uns auch noch beschießen, ne? Da ist die Base. Ja, ja, ja. Wir müssen hinter die Garagen, Bruder. Hier, Ecke, Ecke, Ecke. Hier ist safe. Oh. Alter. Ist schon hart eigentlich, ne? Ist das krank. Wollte nur für Recht und Ordnung kurz sorgen, aber das ist ja... Ja, Recht und Ordnung hat dir gar keine Chance. Also, das kannst du vergessen hier. Oh, shit. Ja, komm, lass mal ein bisschen tiefer in die Stadt, Alter, gehen und gucken, was geht. Ja, Freunde, let's falls ihr ein bisschen Zeug habt, um Basen zu raiden, hier sehr gerne da oben. Das in muss weg. In Cherno Industry, Freunde, hier. Wir mit seiner selbst. Mörderbase. Kein größeres Equipment hier, denn. Ja, hättest du Bock nochmal auf Base Building? Nee, ne? Ich hab grad einen erschossen. Der hat grad auf dich gegamed. Ich hab dich gerettet. Sehr, sehr gut. Hat er echt gamed oder was, Mami? Ja, da hinten an der Ecke, doch. Ah, oh, nice. Gut. Wollen wir dann den hier noch? Oh, meinst du, das ist eine gute Idee? Na, der Sniper irgendwas gehabt. Ach so, ja, dann geh mal hin. Ja, wo bist du denn schon wieder hin, Alter? Brücke, Brücke. Und du? Da, hinter dir. Nee, rechts, ja, rechts, da, hier. Siehst du mich? Rechts, hallo. Hinter dir. Ach, da. Alter. Yubi. Oh, sorry. Ja, ja, guck, der hat auf dich gegamed. Er wollte dich töten. Ich nehme nur Waffe kurz. Ah, das war der Blaze-Typ, glaube ich. Ah, der Blaze-Typ. Jetzt hast du die Munition geneigt. Ah! Komm her, komm her! Gott, Retter, Kuh! Scheiße, wo kam das denn? Wo wollen wir hin? Erstmal weg hier, komm. Komm, Police komm, erstmal. Ich hasse zwar die Police, aber... Ey, wir flüchten in die Police, um safe zu sein. Wann ist das letzte Mal passiert? Hello, anyone here? Friendly, please, friendly. Friendly? Ja, das ist friendly auf jeden Fall, ja.
Alter. Ja gut, Freunde. Ich würde sagen, wir save nochmal ganz kurz hier das Gebäude. Yep. Und machen dann... Ja, ist safe, Bruder. Kleiner Cut. Nice. Okay. So, Bruder. Hey, bist du endlich da, Mann? Geil. Ja. Ich hab Pion hier auf dem Boden. Sick. Alter, loot nicht. Es ist nicht gut in der Mid-Server. Hä, die lag hier einfach auf der Straße. Chill doch mal. Wo bist du denn jetzt? Auf jeden Fall ist hier jemand in der Police, meinst du? Ein Massenmörder, ja. Ein Massenmörder. Wie viele hat er wieder umgebracht? Anderthalb Leute vor meinen oder Augen, was? Vor meinen Augen. Einer vor deinen Augen. Alter, was ein aber Massenmörder. Der andere war auch ein Massenmörder. Der wollte mich abstechen, ach, aber er konnte nicht. Scheiße, Mann. Und jetzt zockt er da oben und steppt rum und ist ganz nervös. Was ist denn oben für dich? Police-Atze. Ja, was ist denn oben? Keine Ahnung, ich kann nicht durch Wände schauen, ich habe keine Hex. Er reloaded. Wo ist die Sau? Keine Ahnung. Ich glaube gerade ein bisschen auf dem Gerüst rum. Ich glaube, er ist über mir. Ach, du bist auf dem Gerüst? Nee, ja, jetzt nicht mehr. Ich komme jetzt unten rein, von hinten. Achtung. Ich bin erster Stock. Erster Stock ist, glaube ich, safe. Oh, die ist abgeschlossen. Ich sehe ihn oben, ja. Ich sehe ihn oben, die Sau. Ah, du oben. Siehst ihn oben. Du siehst ihn oben. Ja, sorry, ich bin nervös, Mann. Ich glaube, der ist auf dem Dach jetzt. Okay. Really? Also draußen auf der Terrasse halt. Ey, bist du das, Volle Kopf? Ja. Das bist du mit dem Grün. Ja, das bin ich. Mit hellem Rucksack. Ja, die ist das. Wo hast du denn das Stuff jetzt her, hä? Ja, looten. Das bist nicht du, du oder? Du bist ja nicht. Ja, Spaß. Das bist... Nein, bin ich nicht. Hä? Nee, Bro, jetzt bitte. Nee. Wieso? Ey, du bist echt das Allerletzte. Ich hätte ihn gerade schießen können, den Full-Equipped, ne? Really? Ja. Ey, du bist so lost manchmal, ne? Ist Wahnsinn. Ist er jetzt immer noch auf der... Also wirklich, also ist er unfassbar. Ist er immer noch auf dem Dach? Der Halb-Equippte, ja. Der Full-Equipped ist wieder rausgerannt. Okay. Das war richtig lost, Bruder. Ja, das gut, ist echt verloren gerade. Das ist wirklich sehr schlecht. Mal, ich sehe den jetzt nicht da auf dem Dach, Bruder. Terrasse? Maybe ist er auch ganz hoch. Hm. Ja, nee, da ist keiner auf dem Dach. Ich gehe auch mal weg, da ist auch die Base. Ich bin jetzt gerade im Trickgebäude. Und wahrscheinlich Trickgebäude. Ja, klar. Ich komm vorne wieder rein, ne? Keine Ahnung, ob der Full Equip bis unten ist, ne? Ja, Digga, ich komm jetzt, ich mach die Tür zu, ist alles safe. Wo bist du? Oben. Das bist doch du gewesen, hä? Ja, natürlich bin ich das gewesen. Was denkst du denn, wer das ist? Ey, was ist denn? Ich hab's dir doch gesagt, aber du glaubst mir mal wieder nicht. Ja, weil du immer so ironisch klingst. Was machst du? Ah, guck mal, da ist er. Siehst du ihn? Ja, ich seh ihn. Ja, guckt! Warte, ich kann vorbei und trigger ihn. Ist dead. Nein! Oder ist er dead? Ja, der ja, ist dead. Glaub schon. Hat nur eine Pumpgun. Der war Massenmörder, ne? Der wollte mich killen. Ja. So sieht ein Massenmörder aus, Freunde. Wo ist oh der Kopf? Mein Gott, Bruder. Er war neu in dem Spiel. Guck mal. Wieso? Er musste R drücken. Er hat nicht R gedrückt. Ach du Scheiße. Er war neu Bruder, in dem Game. Haben wir einen Bambi gekillt? Nicht Bambi. Haben wir einen Neuling gekillt, dem wir das Game eigentlich hätten näher bringen müssen, damit der Spaß empfindet. Positive Emotionen hier rausnimmt. Aber gut, wer natürlich sein Mikrofon nicht verwendet, ist natürlich selber schuld, wenn er dann ins Gras beißt, oder? Sag mal was in-game. Okay, man hört dich tatsächlich in-game. Ja, das ist natürlich schade, dass wir ihm jetzt das Spielerlebnis versaut haben. Nach einem für ihn wahrscheinlich harten Tag auf der Arbeit, in der kaputten Familie, mit der schreienden Tochter zu Hause, dem bellenden Hund. Oh, er freut sich, nice, ich habe endlich mal in Ruhe eine Stunde Daisy Standalone, die ich mir gönne. Und was passiert? Daniel, YouTube kommt um die Ecke und wächst ihn weg, meine Freunde. Das Wort aber hätte ich nicht benutzt, aber... Doch schon. Ja, das war ein Kollege-Zitat, Freunde. Ah, das war eine Kollege-Anspielung, kann man eher sagen. Ja, ne? Ja. Ah, natürlich, ich würde sagen, natürlich. Das war eine Anspielung, aber naja, doch schon. Das ist natürlich doch schon die eine oder andere Anspielung, die wir zwar natürlich über Colin the Boss hier droppen. Ja, gibt es eigentlich irgendwie News von ihm? Nee, ne? Oder nee, ist schlimm, wohl von ihm Ruhestand? Achso, ich war ja, genau. Puffen, ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Die wohlverdiente Gönner-Zigarette, ne? Zigarre meine ich natürlich. Zigarre natürlich.
Ja. So wie beim Bäumen ist üblich. Ja, gut. Direkt Gag, Bruder? Oder die Stimmung ist eigentlich ja gut genug, ne? Was warte, ist, ich lass mich kurz wieder runterscrollen. Ist das schon wieder einer? Weiß ich nicht, warum. Nee. Ja, dann scroll du mal, so lange machen wir einen kleinen Cut. Und jetzt gleich wieder. Aber einen? Ich hatte auch schon einen. Aber machen hier wir gleich, auch schon perfekt. Einen. Achso, du Nachtsicht? Wait, dann ist da vorne einer. Wait, da wo, hier, hier sind drei Leute, Mann. Wo bist du? Bist du, rennst du da gerade rum? Ich bin hinter der Offiziersbaracke. Wo bist du jetzt? Das sind wirklich drei Leute. Ich bin im TC-Gebäude. Ich werde so sterben, Bruder. Ich glaube, ja, die pushen dich. Alter, die stehen da zu dritt. Die stehen da einfach zu dritt. Mach doch was, ich will sterben. Einer ist gefallen. Du bist der Beste. Sind die schon drin? Nee, noch nicht. Dann schieße ich jetzt von oben. Ja, mach. Um mich kümmert sich bestimmt gerade Nummer 3 von denen. Wo, ich sehe nichts, ich bin oben am Dach. Einer ist reingepusht. Nein. Doch. Da ist gerade 100 pro einer rein. Ja, ich hör's. Scheiße, Mann. Oh nee, Zombies, Alter. Gar keinen Bock jetzt darauf. Okay, ich weiß, wo der. Ja, der schießt. Der hat mich hier gesehen. Hat der von drinnen auf dich geschossen? Nee. Der aimt noch auf mich. Der will mich hart. Aber ich verfüge halt nicht über ein Scope, Bruder. Nice. Bist du tot? Nein. Kümmer dich mal um den da drin. Ich muss zu dir rein. Bro, ich kann mich nicht um den da drin. Top. Das ist viel zu eng. Weißt du, was auch viel zu eng ist? So, schon gut. Wo ist er jetzt? Da rausgegangen? Weiß ich nicht, Alter. Ich blute, ich habe Zombies hinter mir. Irgendwo ist noch ein anderer Typ. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich kann mich hier gerade nirgendwo vernünftig verbinden. Ich muss es hier drin tun. Das ist nicht smart. Was ist los? So dead. Info? Ich wurde vergiftet und abgeknallt. Okay. Wait, vergiftet? Ja, die sind da echt mit Giftgas rein, oder was? Ja, Mann. Hier ist jetzt noch ein Zombie. Nee, wenn du einfach umkippst, kipp doch einfach um, ey. Okay. Okay. Ja, ich schleiche mich nochmal ans Teasy ran. Ich habe jetzt eigentlich nicht mehr viel zu verlieren, denn ich habe schon meinen Bruder verloren. Achso. Ja, nee, sorry. So pathetisch werden wir jetzt natürlich nicht hier bei Daisy 19 Uhr. Wir sind hier ganz rational, emotionslos am Start. Daisy ist deine Lohn. Ja, Mann. Ja, gönn dir einen Spawn, sag mir, wo du bist. Und wenn du nicht in Elektro bist, dann würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das auf mich war. Oh doch, ich glaube, der hat mich gesehen. Tot? Nee, noch nicht. Pass auf, wir haben Gift. Hab ich gesehen. Hm. Alter, die haben M4. Ja, normal, ne? Normal, nice. Was ist das? Alter, ich seh's. Haust du ab vor dem? Was war von One Shot Dead? Achso, okay, der hat gerade Zombie-Probleme und blutet. Und der jumpt auf ein Auto, ich glaub's nicht. Hä, checkt er nicht, dass ich hier stehe? Komm schon, stirb einfach, Junge. Okay, der war nicht allein. Wie traurig, ey, wie traurig. Da hat
tatsächlich noch am Start. Bisschen MP5, also 9mm gefunden. Auf einer Skala von 1 bis 10, was denkst du, wie viel bringt mir das? Gar nichts, Alter. Richtig. Freunde, hallo. Oh mein Gott, was? Hallo. Seid doch nicht so depressiv jetzt. Ach, wir nehmen gute Laune? Ja, gute Freunde, Laune. Willkommen zur Gag-Sektion. Es wurde Zeit, die Sektion, auf die wir uns alle schon gefreut haben während des Videos. Und zwar, Bruder, fängst du mal direkt an mit einem Hammer-Gag heute wieder. Ich konnte mich nicht entscheiden, habe mich dann heute für Tier 097. Da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Tier 09 reißt garantiert mal wieder hier ab. Bist du das unter mir? Hashtag, ja, Hashtag Gag. Was heißt Geigenkasten auf Kubanisch? Geigenkasten. Fidel Castro! Oh, damit hätte ich gar nicht gerechnet, Bruder. Das ist natürlich wieder ein Gag. Erster Güte, Freunde. Falls ihr auch so krasse Gags am Start habt, schreibt die natürlich mal in die Kommentare. Wir brauchen mal wieder ein bisschen neues Futter. Obwohl, geht eigentlich. Also, wir haben so viele Gags. Wenn es eine Aktie geben würde, würde die Aktie jetzt durch Tier 09 explodieren, Freunde. Oder? Auf jeden Fall. Ja. Ja, perfekt. Hast du auch einen? Grüße gehen raus, by the way. Ich habe auch einen. Und zwar vom guten alten Svenderle. Pass auf. Svenderle. Hashtag gesehen, Hashtag 19 Uhr, Hashtag Gag, Hashtag nice, perfekt. Wovon leben Eichhörnchen, Bruder? Haselnüsse. Fast. Und zwar von ihren Ersparnüssen. Ich wusste, dass du den feierst. Du bist ja großer Fan hier natürlich. Von allem aus dem Tierreich und ich natürlich, wenn es um Nüsse geht, ey, wirklich, da bist ne? du auch vorne mit dabei. Immer wenn es um Tiere geht, muss ich lachen, Alter. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ist irgendwie scheint dich irgendwie persönlich zu berühren, ich weiß nicht. Ich liebe Tiere halt auch, ne? Also ja, Tiere sind Tiere auf jeden sind Fall, klasse, sind auf jeden Fall ehrenhafter als der sehr andere Mensch. Hohen Stellenwert. Oh, so. Hier liegt auch noch ein bisschen Stuff von mir von vorhin. Ja, Leute, wir wurden hier komplett mit anderen in der zweiten Hälfte des Videos komplett durch den Müll gezogen hier. Durch den Schlamm. Hey, durch leider. Müll. Ja, Bro, ich bin, heute 20 Mal, ich bin heute 20 Mal gestorben. Hier liegt auch eine Leiche. Das bin auch ich. Alter, es macht gar keinen Spaß mehr hier, ne? Ey, der Server ist so kacke. Achso, naja, eigentlich. Egal, wo alle campen überall. Ja, es geht. Ach, das ja, Campen man, ist man halt. Man muss es mögen. Es ist so eine Art Hassliebe, ne? Ja, kann man. Ja, wenn man schon ja, so sagen. Ja, nee, eigentlich ist mehr Hass als Liebe, aber schon. Ja, schon halt so ein Mischmasch, wo du im Nachgang eigentlich nur noch den Hass spürst. Aber ja, der Hass ist natürlich sehr groß. Auch hier in der Daisy Standalone. Du immer noch hast, ne? Ja, die Hoffnung immer, ne? Ja. Am Horizont dann immer, die dann so verschwindet, ne? Ja. Ich wurde, by the way, von 4 Full Equipten überrannt vorhin. Da hinten liege ich, by the way, auch am Baum. Da sieht man, ja, da sieht man es noch. Da am Baum. Ja. Ist es geil. Und was machen wir jetzt? Ich nice, wie du überall liegst. Wie machst du denn das eigentlich? Ja, ich will zu dir rennen und werde von diesem Vierer-Squad die ganze Zeit gekillt. Ah, gut, also waren die Schüsse kamen doch irgendwo hier aus dieser Richtung, oder? Ja, die sind in die Stadt gelaufen vorhin, die wir Vierer. Wir können jetzt zumindest schießen, Freunde. Einen kann ich auf jeden Fall in den Tod mitnehmen, bevor ich wieder sterbe. Die haben alle eine M4. Ja, ne? Wir haben halt wieder die größten Scheißwaffen. Irgendjemand hatte auch noch eine SU vorhin. Alter, ja, SU ist auch krank. Vor allem an der Küste halt, ey. Wir suchen die jetzt die Sträuchis oder was machen wir? Ja, würde ich sagen, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass sie sehr weit weg sind. Aber für die nächsten 50 Meter machen wir einen kleinen Cut, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Perfekt, nice. Hier pfeift es mächtig rein, Bruder. Irgendwo da am Hügel sitzt ein Sniper und die aimen hier runter. Okay. Das ist ja, natürlich das ist jetzt sehr, sehr unschön. Wollen wir einfach hinpushen? Ja, komm, Leute, all letzte, in. Letzte Szene für heute, Freunde. Komm. Ihr willst jetzt schon hinrennen einfach? Ja, was soll man denn sonst machen? Wir haben doch wie immer nichts. Mal kurz spotten. Also vielleicht sind die da auf den Felsen oder so. Ich glaube, wenn wir uns jetzt hier ein bisschen rechts halten und da in den Wald hoch, dann müsste eigentlich safe sein, oder? Okay. Wie wär's mit. Ja, stimmt, nice, ja, let's go! Bruder, ich bin bis. Oh Gott! Alles klar, no. Freunde. Ich würde sagen, bis nächste Woche Sonntag, 19 Uhr, oder? Liken, kommentieren nicht vergessen, meinst du? Liken, kommentieren, abonnieren, dies, das, Ananas. Führt und wir sehen uns. Ja, oh, ich wurde auch gewonshottet. Liebe Perfekt. Leute, nächste Woche, 19 Uhr hier. Ein Schritt gemacht, tot. Ja. Nice. Perfekt.